Hallo Leute, und heute ist wieder probiert Teil mit euer Billy Bones, und zwar mit dem Waldkorn, Popcorn, Dill und Zitronengras. Und dann habe ich hier das Wildkorn, Popcorn, und zwar mit den Geschmackssorten Ingwer, Pfeffer und Zimt. Ja, Dragon Spicy heißt die Sorte und ist limitiert, limitierte Edition. Und ich habe die beiden gesehen und dachte, ich werde die mal probieren. Das sind die beiden seltsamsten Popcorn-Sorten überhaupt, die ich gesehen habe. Von dieser Firma oder von dieser, ja, von die, doch von der Firma gibt es noch viele andere komische Sorten, aber das waren die, die mich am meisten interessiert haben. Ich würde die beide mal probieren. Und ich habe hier mal, also ich werde hier mal, als erstes werde ich hier mal diese Dill Zitronengras probieren. Die sieht, ich zeige mal ganz kurz meine Verpackung, einfach mal ganz kurz, damit ihr die mal ganz kurz gesehen habt. So sieht die aus von hinten. Ja, ich werde sie mal einfach aufmachen. Und gucken. Also, oh, okay. Also, wenn man dran riecht, wenn man sie öffnet und dran riecht, dann riecht es nach Dill. Ansonsten riecht nichts. Einfach nur Dill. Also, ich werde jetzt mal probieren. Ich werde jetzt mal einen essen. Ja. Man hat auf jeden Fall den Popcorn, na, so wie so ein Popcorn so schmeckt halt. Mhm. Dann schmeckt es leicht salzig. Also so ein salziger Geschmack. Mhm. Die anderen, so. Also. Dill. Mh, ja, schmeckt man auch ein bisschen. Aber es, also das Zitronengras schmecke ich gar nicht. Ich schmecke jetzt eher mehr so salzlich. Es schmeckt eher so nach Salz. Vielleicht muss man mehr nehmen. Es schmeckt eher so. Also wenn man jetzt das mal. Doch, man könnte man echt sagen. Das schmeckt mehr so nach. Also Salz ist irgendwie. Ich finde, dass hier mehr Salz drin ist als alles andere. Schmeckt sehr salzig, aber auf jeden Fall schmeckt es eher so wie wenn man so Chips isst, diese Chips, diese wie heißen die, man dieses Sour Cream Chips oder sowas, so in der Art schmecken die, also leicht, also sehr salzig und einen leichten Hauch von, schmeckt irgendwie auch so ein bisschen pfeffrig. Mm. Interessant, ist mal was anderes. Man schmeckt halt, statt Chips schmeckt man halt immer, also man hat diesen Chips-Geschmack von diesem Sour Cream, aber man schmeckt halt dieses Popcorn, dieses Mais, dieses Mais, was man auch sonst so isst, aber ja, kann man essen. Ist mir jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht, weil ich glaube, dann würde ich doch eher auf Chips zurückgreifen. Weil es schmeckt eher so nach Chips. Ich werde das jetzt hier mal Dragon Spicy probieren. Mal gucken, ob das hier anders schmeckt. Mhm. Hier kommt auf jeden Fall ein würziger Geschmack, würziger Geruch raus. Und ich würde eher sagen, so Pfeffergeruch. Ja. Ups. Mhm. Oh ja, also Pfeffer, man schmeckt sofort die Pfeffer. Den schmeckt man definitiv. Oh, und eine leichte Prise Zimt. Aber Ingwer. Oh, Ingwer. Na. Der Pfeffer ist auf jeden Fall sehr stark. Schwer zu sagen, ob man den Ingwer. Zimt, also ich würde sagen, dass man den Zimt und den Pfeffer ganz gut schmeckt. Also den schmeckt man richtig raus. Der Pfeffer ist hier wirklich auch und auch wieder ein bisschen salzig. Also mit Salz haben die hier wohl nicht gespart.
Aber das hier, das ist mir jetzt doch ein Ticken zu krass. Das schmeckt mir jetzt ein bisschen Ticken zu krass. Also jetzt nicht zu, aber doch, die Schärfe kommt jetzt auch ganz gut raus. Aber sehr gewöhnungsbedürftig. Also die Sorte hier, die ist extrem gewöhnungsbedürftig. Die würde ich jetzt keinen empfehlen. Dill-Zitronengras finde ich vom Geschmack her echt ganz gut. Kann man so zwischendurch mal essen, kommt aber eher an diese Chips rein. Hier habe ich jetzt echt, weiß ich nicht, ob ich davon mehr essen könnte. Weiß ich nicht, das ist nicht ganz meins. Das ist mir alles zu aggressiv. Das ist hier die ganzen Geschmackssorten, die kommen auf einmal und nee, das ist so überhaupt nicht meins. Das ist kein Popcorn-Sorte, die ich jetzt empfehlen könnte. Weiß ich nicht. Das ist jetzt, boah. Nee, da bin ich jetzt hier wirklich. Das ist hier keine gute Sorte. Den Dill-Zitronengras kann man gerne mal probieren. Schmeckt aber eher so wie eine normale Chips-Sorte. Wie gesagt, wie eine Chips-Sorte von, ja, sag's schon, Sour Cream Chips oder so. Ja, ich würde mal sagen, ich bin hier fertig mit dem Probieren-Time hier von diesem, also mit diesem Video zu diesen beiden Chips, jetzt sage ich schon Chips, ich meine zu den beiden Popcorns. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao!